beim Brunnenbau vor 3 Jahren. Da wurde dein Vater schwer verletzt. Jetzt fehlt ein richtiger Mann im Haus. Zieh deiner Mutter die Filzstiefel aus, ohne sie zu wecken. Sie ist so erschöpft. Such dir einen Mann, der hilft dir beim Wassertragen. Ja, und was wird aus dir, wenn ich mir einen Mann suche? Ich lebe dann bei meiner Schwester. Mama und Papa, weißt du, wo die sind? Sie sind in der Stadt, um was zu erledigen. Dies ist also eine gütliche Einigung, richtig? Richtig. Richtig. Ich kümmere mich um Bato. Und die 2 Kinder bleiben bei Tuja. Bato wird bei mir leben. Er bleibt, sag ich, und Schluss. Und warum lasst ihr euch dann überhaupt scheiden? Ich will für ihn sorgen und dafür brauche ich einen neuen Mann. Wie kommt man zu Tuyas Haus? Worum geht es? Um einen Heiratsantrag. Noch mehr Bewerber? Mama, Mama! Senge gräbt einen Brunnen hinterm Haus. Komm, schnell! Wer erlaubt dir, einen Brunnen zu graben? Bator! Und wenn du es nicht glaubst, dann frag ihn ruhig. Warum gräbt er nicht hinter seinem Haus? Er meint es gut. Ich bin hier, um dir einen Antrag zu machen. 17 Jahre warte ich jetzt darauf. Weißt du was? Heute waren 6 Bewerber da und keiner von ihnen wollte mich haben. Nein, mich wollen sie nicht. Egal, ohne dich gehe ich hier nicht weg.